Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Ace Attorney Trilogy HD. Justice for All, der letzte Fall. Und jetzt kommt die wichtige Frage. Herr En Garde, ich möchte Ihnen eine weitere Frage stellen. Bitte antworten Sie ehrlich. Was gibt's, Alter? Haben Sie Herrn Juan Corrida ermordet? Bitte legen Sie das Telefon beiseite und antworten Sie selbst. Na gut, nur damit das zwischen uns ganz klar ist, Alter. Ich habe niemanden ermordet, auch Juan Corrida nicht, okay? Nun, Herr Wright? Nichts. Keine Kette oder Blockade in Sicht. Das bedeutet, wir können ihm wohl vertrauen. Ja, so scheint es. Nun, dann kann ich wenigstens erleichtert aufseufzen, weil man mir dann unschuldig ist. Ah, die Verhandlung ist morgen, richtig? Ich verlasse mich auf Sie, Alter. Fortsetzung folgt. Da wollen wir doch mal. So. Let's go. Ermittlungen, ich sehe schon. Also noch kein Verfahren. 21. März, 11.34 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Nun, zumindest haben wir es geschafft, Herrn En Garde als Mandanten zu gewinnen. Und wir wissen, dass er nicht der Täter ist, was sehr wichtig ist. So, also, was machen wir jetzt? Nun, die Verhandlung ist morgen und wir haben nur diese eine Chance. Es gibt nur einen Weg, um Herrn En Garde Unschuld zu beweisen. Wir müssen den wahren Mörder finden. Okay, fangen wir an. Dann wollen wir doch mal. Also, ich frage mal den göttlichsten Silver, der das weiß. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt nur einmal Ermittlung und dann sofort Prozess. Das wäre ja ganz gut, weil der Prozess ist ja in diesem Game mit das Beste. So. So, Strafanstalt. Ich glaube, da ist nichts Neues, oder? Doch, ist was Neues. 21. März, Strafanstalt, Besucherraum. Ah, der Anwalttyp. Also, was haben Sie herausgefunden? Nun, ich stecke immer noch mitten in der Nachforschung. Ich verstehe. Aber ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß, Alter. Ist das auch so? Nö, hat er nicht. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Obwohl, das hat er uns doch erzählt, oder nicht? Nachdem ich einen Preis erhielt, machte ich eine Pause und ging auf mein Zimmer. Ich musste nach der Verleihung noch zu dieser Bühnenshow. Darum trug ich mein Nickel-Samurai-Kostüm. Und sie waren die ganze Zeit über allein. Meine Managerin rannte schwer beschäftigt herum, also ja. Wegen der Pressekonferenz, die sie nach der Show gegeben sollten. Ich sagte doch schon, Alter, ich habe keine Ahnung von einer Pressekonferenz, okay? Seltsam. Ich dachte, der Nickel-Samurai wollte etwas gestehen. Wie dem auch sei, Alter. Als sie aus dem Zimmer kam, bemerkte ich einen ziemlichen Tumult. Herr Corrida war zu dieser Zeitpunkt bereits tot. Ja, das hat mir auch meine Managerin später erzählt. So wie er über seine Managerin redet, scheint, als führe sie sein ganzes Leben. Und dann tauchte der Inspektor mit dem grünen Mantel auf. Er durchsuchte mich und dann, ganz plötzlich, hat der Alte mich verhaftet. Ja, das kennen wir alles. Sie und das Opfer, Herr Juan Corrida, welche Art von... Unser Verhältnis war völlig normal, Alter. Mann, bei seinem Gesicht konnte man nicht sehen, dass er genauso alt war wie ich. Und er wollte einen Mini-Ninja-Film drehen, obwohl jeder wusste, dass der floppt. Der Nickel-Samurai hat am Ende doch gewonnen, richtig? Ja, ich habe den Grand Prix im Sturm erobert. Warum also sollte ich, der Gewinner, diesen Kerl töten? Alter, wenn? Dann sollte es umgekehrt sein, verstehen Sie? So, dann haben wir das auch. Und gehen mal zum nächsten Ort. Wer weiß, ob das wichtig ist, dass wir das wiederholt haben. So, mehr haben wir nicht. Okay, der Silver sagt gerade, es gibt zwei Ermittlungen und zwei Prozesse. Was aber eigenwillig ist, wenn es am selben Tag entschieden werden soll. Egal, ich will jetzt gar nicht wissen, warum, weshalb, wieso, wir werden es sehen. 21. März, Hotel Gatewater, Lobby.
Hey, was machst du denn da? Du kannst nicht ohne. Guten Morgen. Moment mal, du bist das. Was machst du denn hier? Ich habe gehört, der arme Huren wurde ermordet. Stimmt das? Das ist eine ganz miese Wiederholung. Wieder verübt ein TV-Samurai Übeltaten. Wissen Sie, das ist nicht ganz... Du solltest das wissen, dass ich ein großer Fan von Huren war. Warum nur sterben alle Stars, die mich interessieren, immer wie die Fliegen? Das war schon immer so. Schon als ich in die Grundschule ging. Die Klassenhamster gingen gut an und... Die anderen Kinder nannten mich die Sensenkönig. Ehrlich, nannten sie mich so. Wenn du einen bösen Zauber belegst, dann stirbt sie in Minuten, sagten sie. Eigentlich wollte ich sie über den Mord befragen und darüber, was passierte. Hetz mich nicht, Bürschchen. Herr Nick? Ich, konnte nicht alles verstehen, weil sie so schnell sprach. Fallback, könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Kommandier mich nicht herum, du Spitzer der Besserwisser. Da. Ah. So. Mein lieber Hammer starb vor einem Jahr durch einen schrecklichen Mord. Und erst vor kurzem fand ich wieder einen Star, der dieses alte Erz schlagen ließ. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich frage dich, warum muss jeder Star, den ich mag, am Ende den Löffel abgeben? Pass auf, was du sagst. Niemand darf schlecht über meinen Huren reden. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Nun, ich glaube kein Wort von dem, was die Frau sagt. Hä? Welche Frau? Diese nervige Hinterwälderin mit dem Afro und dem schrecklichen Akzent. Ich meine, was soll das sein, was sie da spricht? Und warum hört sie nie damit auf? Ehrlich, die Frauen von heute. Bescheidenheit ist für die zum Fremdvergott. Als Jungsmittel war ich gewohnt, dass die Blumen rot wurden. Trotzdem trocknen die Blumen, dass sie gegen Schlicht in der... Pearls, hast du Durst? Ein bisschen? Okay, ich hole dir etwas Saft oder so. Vielen Dank. Hey, hörst du mir zu? Diese jungen Leute heutzutage. Schätze also, Frau Oldbeck hat alles von Lotta erfahren. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen über den Zeitpunkt des Mordes stellen. Dabei weiß ich noch nichts. Ich war hier und machte mich fertig. Sie machten sich fertig? Wofür? Die Show natürlich. Nun und? Die Pressekonferenz danach. Mysteriöse Musik setzt ein, als ich von der magischen Pressekonferenz die Rede ist. Wie auch sei, ich weiß nichts über den Mord. Ich verstehe. Aber wenn du davon sprichst, was ich sah, ist eine andere Geschichte. Was? Ich sah den wichtigsten Moment der ganzen Nacht. Das kann nur... Das bringt garantiert nichts. Aber wir fragen trotzdem. Den wichtigsten Moment meinen sie etwa... Oh, auf einmal zeigst du Respekt vor mir, du respektloses Kind. Bleib höflich, wenn du mit älteren Menschen redest, wie so Kinder heutzutage. Bitte sagen Sie es mir, was sahen Sie? Alles klar. Der Mord gestern Abend war grausam, oder? Allerdings, welcher Mord ist das nicht? Bitte nicht auf ein anderes Thema ausweichen, bitte. Wenn du mehr wissen willst, dann zeig Respekt und bring mir ein Geschenk. Okay, also. Hier ist doch eigentlich nichts, was wir brauchen, oder? Ich meine, das kennen wir doch alles, also. Gehen wir erstmal Raum für Raum ab. 21. März, Hotel Gatewater, Veilchensaal. Scheint, als wäre die Untersuchung immer noch im vollen Gange. Die Hotelangestellten an die Polizei laufen immer noch umher wie kopflose Hühner. Ich frage mich, ob wir in so einer Atmosphäre überhaupt selbst ermitteln können. Nun, wir müssen es einfach die Ärmel hochkrempeln und es versuchen, schätze ich. Okay. Da ist aber nichts, was wir untersuchen können. 21. März, Hotel Gatewater, Flur. Hey du! Hab schon auf dich gewartet, Herr Anwalt. Lotta. Hey, Herr Bullentyp, der Dieb hat sein Gesicht gezeigt. Was? Verhaftet ihn, stellt ihn vor Gericht, sprecht ihn schuldig, hängt ihn auf. Was ist denn los, Lotta? Sind Sie immer noch bei Sinn? Ich habe überall gesucht, bergauf und bergab, aber hier ist nirgendwo zu finden.
Also mach schon und rück sie raus, du Widerling. Was suchen Sie denn? Meine Kamera! Meine Kamera! Sie ist mein Ein und Alles. Ohne meine 700-Dollar-Kamera sterbe ich. Ihre Kamera? Hör mal, ist doch, dass ein Verbrecher immer an den Tatort zurückkehrt. Und nun sieh mal, wer da vor mir steht. Jupp, hier stehe ich jetzt. Und Lotta macht mir die Hölle heiß. Hä? Ja. Sie haben also Ihre Kamera verloren. Das ist keine gewöhnliche Kamera. Im Geschäft zahlt man 1600 Dollar dafür. Ich glaube, pro Satz wird die teurer scheinbar. Hä? Haben Sie nicht gerade gesagt, Sie hätten sie für 700 Dollar gekauft? Ich hatte ein schönes, langes Gespräch mit dem Verkäufer. So etwa 5 Stunden. Ich hatte einen winzigen Kratzer gemacht und der Geschäftsführer war sauer. Er nahm mich in den Mangel und war richtig gemein zu mir. Ich musste sogar weinen. Wann haben Sie Ihre Kamera verloren? Gestern Abend, nachdem der Mord geschah. Musste passiert sein, als ich mit meinen Ermittlungen beschäftigt war. Da habe ich sie aus den Augen verloren. Meinen teuersten Lieblingsschatz. Lotta, was haben Sie denn mit Ihrer teuren Kamera fotografiert? Kann ich nicht genau sagen. Ich habe alles fotografiert, was mir von der Linse kam. Kann mich also nicht erinnern und außerdem hatte ich noch nichts für meinen Knüller. Ob Lottas verlorene Kamera überhaupt etwas mit dem Mord zu tun hat? Lotta, sagen Sie mir bitte, was hier zum Zeitpunkt des Mordes geschehen ist. Nun, vor der Zeremonie am gestrigen Abend habe ich mich in diesem Bereich aufgehalten. Ja, eigentlich war ich die ganze Zeit hier, bis Herr Engard verhaftet wurde. Was haben Sie hier gemacht? Bist du sicher, dass du eine Schule besucht hast, du Stadtmensch? Wo auch immer Lotta Hart hingeht, gibt es eine Story. Einen großen Knüller. Einen großen Knüller. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich werde die beste Pressefotografin der Welt. Das heißt natürlich, dass ich immer auf der Suche nach dem perfekten Foto bin. Ich frage mich, welchen Knüller sie diesmal auf der Spur war. Allerdings war ich auch hinter dem anderen Stars her, die da waren. Also, war ich vielleicht nicht die ganze Zeit hier. Oh. Lotta, Sie sind sicher, dass Sie nicht die ganze Zeit hier waren? Damit Sie ein Foto für Ihren großen Knüller machen konnten? Nun, vielleicht. Aber das ist nun mal das, was echte Journalisten machen. Ich hatte pikante Details erfahren und für die wollte ich ein Beweisfoto machen. Um welche Story ging es denn, die Sie ausgerechnet hier rumgetrieben haben? Oh, tut mir leid, Herr Anwalt. Das darf ich nicht sagen. Geschäftsgeheimnis, klar? Nicht schon wieder. Warum haben wir alle etwas zu verbergen? Wir wurden gestoppt, nicht wahr? Haha, ja, nimm das, Herr Anwalt. Bin froh, dass wenigstens Sie sich amüsiert. Frau Hart und Ihr Siegerlächeln. Ja, jetzt könnten wir natürlich mal auf doof probieren, was die wissen wollen. Ich probiere das einfach mal auf doof. Ich könnte natürlich erstmal gucken. Ich könnte das ja mal selber präsentieren. Und ich habe diese Kamera gerade erst gekauft. Wer war das? Welcher diebische Schuft? Bitte schauen Sie mich nicht so an, wenn Sie das sagen. Wenn ich einen Strauch finde, der das war, werde ich ihm eine Kugel in den Pelz jagen. Wenn Sie das tun, erwarten Sie nicht, dass ich Sie vor Gericht verteidige. So, das weiß sie bestimmt nicht. Genau, das weiß sie nicht. Okay. Hey, was ist das? Ein Ticket für die Pressekonferenz? Wie kann es sein, dass ich keins bekommen habe? Bitte richten Sie den Zorn nicht gegen mich. Warum zum Teufel wurde ich doch nicht dahin eingeladen? Wie kann es sein, dass jemand so weit unten auf der Beliebtheitsskala 1 bekommt, aber ich nicht? Du brauchst solche Infos doch gar nicht, oder etwa doch? Hält sie mir wirklich für so jemanden? Stehen Sie nur rum und lassen sich das gefallen, Herr Nick? Okay, das ist alles uninteressant. Wir können mal gucken. Ich habe eigentlich nichts für diese Helden übrig. Oh, verstehe.
Und diese Kinderserien, die Abenteuer sind einfach nur extrem langweilig. Tja, wir Erwachsenen, wir sind eher in üble, heikle, reale Situationen verwickelt. Sogar ich. Oh, klingt so, als würde die Göre verstehen, worauf ich damit hinaus will. Moment mal, halten Sie die Kleine mal da schön heraus. Dann sagt sie wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ja, genau. Zack, 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 zack. Das bringt also nichts. Gibt's da was Neues? Diese alte Oma? Ach, sie hat mir in den Augen angestarrt, als wäre es mein Fehler gewesen. Hat immer gesabbelt, dass sie niemanden vergibt, der Müll über Johann schreibt. Tja, wir sind irgendwie aneinander geraten. Aneinander geraten? Man will eher sowas wie wettlabern. So, jetzt gucken wir doch mal. Jetzt gucken wir doch mal. Der Silver sagt, ich kann auch nichts machen. Gut, ich probiere es aber trotzdem mal. Was will die denn wissen? Na, erzähl doch mal. Lotta, würden Sie bitte meine Frage beantworten? Warum haben Sie sich am Abend des Mordes in der Nähe von Juans Zimmer aufgehalten? Habe ich dir schon gesagt, für meinen Knüller. Ich möchte mehr über die Details zu diesem Knüller wissen. Kann ich dir nicht preisgeben. Ich meine, davon lebe ich. Nun gut. Eine unangenehme Boulevardfotografin auf der Suche nach einem Knüller. Ich würde sagen, dass sie einem Skandal nachging. Könnte es sein, dass Sie, Lotta Hart, den Durchbruch mit einer riesigen Story wollten? Vielleicht mit dem Skandal zwischen Juan und dieser Person? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir müssen also direkt über eine Person wissen. Okay. Alles klar? Alles klar? Hallo? Ich möchte da gern raus. Da kann ich in die Sachen rein. Warte mal, wir können noch mal gucken. Das interessiert mich eben auch mal. Was muss sie denn wissen? Hast du schon was Neues? Nein. So, was willst du denn wissen? Müssen wir eh noch mal in die Zimmer. Das machen wir auch gleich. So, was möchtest du denn wissen? Also wir brauchen einen Skandal mit einer Person. Da geht's schon mal los. Nun gut, ich werde für den Moment ehrlich sein. Dann bitte, sagen Sie uns, was Sie sahen. Aber oh, was für eine Verschwendung. Wo ich doch noch gute Gelegenheit habe, euch Jagdspunde zu verulpen. Weil ich alles in einem doch ein kleiner Teufel bin, darum. Bedeutet das nicht, dass Sie kein guter Mensch sind? Na gut, ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Okay, die will was haben. Okay. Okay, die eine will wissen, was das für eine Person ist. Und die eine will was haben. Okay. Dann gucken wir doch mal, was uns die Zimmer bringen. So. Gehen wir erst in das Zimmer des Opfers. Ha! Teddy-Alarm. 21. März, Hotel Gatewater, Corridors, Hotelzimmer. Hennig, wo sind wir hier? Wir sind in Herrn Corridors Zimmer, Pearls. Herr Corridor? Das Opfer. Das hier ist also auch der Tatort. Oh! Oh, du bist's! Nun, was ist hier passiert? Der Entführer, hat er wieder Kontakt zu dir aufgenommen? Noch nicht. Das macht er wohl auch nicht, bis wir Angards Freispruch erwirkt haben. Ah, geht es dir gut, Junge? Du hältst auch durch. Ich möchte nur, dass es Maya gut geht. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, aber ich werde nach Kräften helfen. Das würden Sie tun? Auch wenn wir uns den Tatort mal anschauen möchten? Nur dieses eine Mal, besondere Umstände, stimmt doch, oder, Junge? Ich werde dir auch alles sagen, was ich weiß. Aber du musst es für dich behalten. Es geht hier um meinen Hals. Vielen Dank. Ach, schon okay. Hier ist eine Übersichtskarte des Hotels. Bitteschön, junge Dame. Wow, Sie geben es mir, danke. Haha, möchte ja nicht, dass du dich in diesem Irrgarten von einem Hotel verläufst. Hennig, ich habe eine Karte.
Großartig, Pearls. Aber Herr Nick? Ich kann nicht lesen, was draufsteht. So, die will ich mir aber jetzt erstmal angucken. Okay, das habe ich mir, glaube ich, auch noch nicht angeguckt. Wie sieht die Karte denn aus? Okay, das ist sehr überschaubar. So. Wir untersuchen erst, komm. Und dann quatschen wir. Gucken uns den Kühlschrank an. Okay. In diesem Kühlschrank stehen alle möglichen Dinge. Die Karottensaftflasche und die Tomatensaftflasche sind beide leer. Leer? Das macht wohl zu viele Umstände, sie wegzuwerfen. Das sind alles Gemüsesäfte. Er war wohl ein echter Gesundheitsapostel. Oh, da ist rote Beete, etwas Ketchup und auch ein Glas Erdbeermarmelade. Vielleicht war Rot seine Lieblingsfarbe. Wow, das sind ja eine Menge Beeren. Mit Weckern, Sammlerstücke, Teddys, Kunststoffbeeren. Das haut einen glatt um. Gibt es irgendeine Sorte Bär, die er nicht hat? Es sind sogar welche im Abfalleimer. Ja, ich habe das Gefühl, der Kerl mochte Beeren nicht wirklich. Arme Teddys. Er wollte wohl Saubär machen. Saubär machen. Hubschrauber, Bärbill. Oh Gott. Mir reicht doch schon mein Trauma vom letzten Fall. Bitte jetzt keine bitte jetzt nichts Bäriges. Was ist los, Hennig? So, es ist alles da. Der mit dem Wecker sieht cool aus. So, das haben wir alles. Was haben wir denn da im Koffer? Das ist ein Koffer. Da ist viel Zeug drin. Das lässt sich kaum schließen. Da sind seine Kleidung, ein Föhn, ein Elektrorasierer, ein Taschenrechner. Packen alles da so viele Zeug wie ein wie Herr Koroda? Hier ist es so unordentlich. Pearls mag es richtig sauber und ordentlich, könnte man meinen. Aber hier gibt es einiges elektronisches Zeug, das ich noch nie gesehen habe. Hey, Herr Nick, sagen Sie mir, was ist das alles bitte? Okay, das ist eine Art Armbanduhr, die trägt man am Handgelenk. Ich weiß, was eine Armbanduhr ist. Ups, einen Moment lang hatte ich vergessen, dass ich mit Pearls rede, nicht mit Maya. Ah, schöner Seitenhieb. Was haben wir alles schon? Da ist ja gar nichts zu finden. Toll. Das ist ja ein spannender Tatort. Ja, dann gut, dann erzählen wir mal was. So, einmal die Todesursache, bitte. Ist Ihnen die Todesursache bekannt? Nun, eigentlich ist der abschließende Autopsiebericht noch nicht da, aber ein Blick auf den Tatort sollte es dir verraten, Junge. Der Tatort? Ja, hier ist ein Bild. Das Messer ist vielleicht. In seiner Brust steckt ein Messer. Ja, Junge, das ist die Mordwaffe. Er wurde also erstochen. Momentan werden im Labor die Fingerabdrücke untersucht. Auf dem Messer waren Fingerabdrücke? Ja. Yep. Und es sieht so aus, als wären es die Abdrücke von Herrn Engard, Junge. Das ist schlimm. Richtig schlimm. Warum wurde Herr Engard verhaftet? Weil wir Beweise gegen ihn hatten. Beweise? Sieht aus, als hätte sich das Opfer, Juan Carrera, richtig zur Wehr gesetzt. Ach, wir haben noch eine zweite Seite. Ah, danke. Ja, das verrät einem schon ein einziger Blick auf den Tatort. Überall gibt es Spuren von einem Kampf. Nun ja, während des Kampfes löste sich ein Knopf. Herr Engard hatte etwas von einem Knopf erwähnt. So etwas wie einer der Knöpfe des Mini-Ninja habe sich in seinem Hakama
verfangen. Aber das ist noch nie alles. Was? Es gibt einen Zeugen, Junge. Einen Zeugen? Und wen? Die Dame, Frau Oldbeck. Bitte, jeder. Nur nicht die. Die Anklage hat reichlich Beweise, auf die sie sich stützen können. Allerdings war eine Sache am Tatort etwas seltsam. Eine Sache war etwas seltsam? Und inwiefern? Da musst du schon selber rausfinden, Junge. Okay, dann wollen wir es mal versuchen, Hennig. Okay, das heißt aber, hier müssen wir hin. So. Das ist also ein Bett, oder? Jupp, es ist sehr groß, aber es ist ein Bett. Ah, Hennig, es ist so weich. Große Betten müssen für Sie eine Seltenheit sein. So. Alles uninteressant. Das ist ein schönes Glas und im Glas ist Tomatensaft? Nee, Tomatensaft. Den mag ich nicht so sehr. Ich mag den auch nicht übrigens. Auf dem Tisch dort drüben steht eine Flasche davon. Dort ist er wohl her. Aber ist das nicht komisch? Was ist komisch? Ich meine, alles andere ist auf dem Boden verteilt. Sie hat recht. Die Blumenvase zerbrochen und das Make-up ist überall verstreut. Warum ist dieses Glas der einzige Gegenstand, der nicht zu Bruch gegangen ist? Kosmetikflaschen liegen überall auf dem Boden verstreut. Hier hat Corrida wohl mit dem Angreifer gekämpft. Woher kommt diese Glasscherbe? Von einer Blumenvase? Auf dem Boden liegen Blumen, aber ich weiß nicht welche. Sie kennen sich mit Blumen nicht so aus, Hennig, oder? Das ist ein Gitarrenkopfer, glaube ich. Etwas mitgenommen, aber doch brauchbar. Das ist seltsam, die Gitarre ist nicht da. Vielleicht hat er vergessen, sie zur Show mitzubringen. Aber die mystische Maya? Sie hat doch gesagt, dass die grellrote Gitarre das Markenzeichen des Ninja war. Das stimmt. Hä? Der Gitarrenkoffer ist nass, aber nur oben auf dem Deckel. Ja, im Koffer ist kein Wasser. Das ist doch Wasser, oder? Okay, das ist seltsam. Sieht aus, als hätte Herr Kurida gestern noch zu Abend gegessen. Diese Flasche, das ist Tomatensaft. Wir haben gestern bei der Preisverleihung mächtig viel zu essen bekommen. Aber ob die Stars noch nach so einem kargen Mahl auf die Bühne gegangen sind? Was ist alles? Ja, es ist alles hier nichts mehr, was da ist. Okay. Okay, haben wir jetzt noch was, was wir nochmal irgendwie mit ihm palavern müssen? Okay, dann gehen wir mal eben hoch rüber. Das machen wir in dieser Folge noch. So, was hat er denn im Angebot? 21. März, Hotel Gatewater, Engards Hotelzimmer. Wo sind wir hier? Wir sind in Matt Engards Garderobe. Das ist das Zimmer unseres Mandanten. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Die Managerin! Haha, hier gibt's ja auch noch. Wir sind... Sie sind der Anwalt von Herrn Engard, richtig? Hab ich mir gedacht. Ich habe auch nach einem Anwalt gesucht, aber ich hatte kein Glück. Woher wissen Sie, dass ich sein Anwalt bin? Sie haben gerade gesagt, dass er Ihr Mandant ist. In dieser Situation würde wohl nur derjenige dieses Wort benutzen, der sein Anwalt ist. Wow! Das ist nur eine einfache Schlussfolgerung, ehrlich. Der Prozess findet morgen statt und Herrn Garts Lage sieht ziemlich übel aus. Sie sind also vorbeigekommen, um schnell Hinweise für Ihre Verteidigung zu finden, ja? Nun, Sie liegen nicht völlig richtig. Allerdings auch nicht völlig falsch. Das ist nun wirklich nicht die Zeit, sich groß aufzuplustern, Hennig. Oh. Ich bin Adrian Andrews. Ich verschwinde nicht gerne eine Zeit, also lassen Sie uns zur Sache kommen. Na gut. Sie mag zwar kleinwüchsig sein, aber das Äußere kann trügen. Woher sehen wir denn, dass sie kleinwüchsig ist?
Phoenix und seine Vorstellung von Größenverhältnissen. Aber gut. So, bevor wir mit dir labern, ich will erstmal gucken. Gibt's aber auch nur die eine Seite. Okay, also. Da drüben ist das Schlafzimmer. Das ist ein Bett? Wow, die haben ja richtig große Betten. Auf dem Sofa hier liegen einige Samurai-Kleider. Ich glaube, dieses jackenartige Ding nennt man einen Happy. Was auch immer es ist, es wäre sicherlich ein tolles Souvenir. Maya wäre absolut begeistert. Das ist wohl der Koffer von Herrn Angard. Für jemanden, der nur zur Preisverleihung hier war, ist es ein Haufen Zeug. Sieht aus, als hätte er Sachen für 3 Tage da drin. Stars unterscheiden sich schon ziemlich von uns, oder? Sieht wie das Geschirr vom Abendessen aus. Dinner für 2, um genau zu... Danke! Der war also nicht alleine. Dinner für 2, um genau zu sein. Ich bin mir sicher, dass es die Teller von Herrn Garz und Frau Andrews sind. Sieht aus, als hätte es T-Bone Steaks gegeben. Typisch Global Studios. Scheint ihren Markenzeichen zu sein. So, das Schwert können wir uns nicht angucken. Mehr gibt's hier nicht? Das ist ein bisschen wenig eigentlich. Da war doch noch was. Auf dem Teller liegt ein riesiger Knochen. Ich esse eigentlich kein Fleisch. Mit diesem Teller stimmt irgendwas nicht. Ich wünschte, ich wüsste, was es ist. Können wir das erkennen? Da nicht stimmt. Das ist Gabelmesser. Das ist nur Gabel. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Egal. Ja, yeah, da fehlt ein Messer. Vor allem, wenn das Messer die Mordwaffe ist. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Ich nehme an, als erstes müssen Sie wissen, was jeder an dem Abend gemacht hat. Ja, das stimmt. Dann sage ich es Ihnen. Von der Preisverleihung waren Herr Angard und ich zusammen beim Dinner. Genau in diesem Zimmer, sollte ich wohl erwähnen. Dinner? Was haben Sie denn gegessen? Ich habe doch schon gesagt, ich verschwende nicht gerne Zeit mit banalen Details. Wenn Sie sich den Tisch mal ansehen würden, müssten Sie nicht darauf fragen. Bei einer Party hätte man wahrscheinlich viel Spaß mit ihr. Als die Preisverleihung begann, begab ich mich in den Veilchensaal. Nachdem die Show vorbei war, kam sie in dieses Zimmer zurück. Nein, ich musste einige Kleinigkeiten erledigen. Ich half bei den Vorbereitungen in der Lobby. Oh, Vorbereitungen für die Bühnenshow nehme ich an. Als die anschließende Bühnenshow beginnen sollte, holte ich Herrn Angard ab. Danach ging ich bei Herrn Corrida vorbei. Und da haben sie dann seine Leiche gefunden, richtig? Sie haben wirklich alles tapfer durchgestanden? Ja, sie scheint wirklich hart im Nehmen zu sein. Tja, nun zu Ihnen und... Einen Moment. Sie meinen doch nicht, dass ich glaube, Sie wüssten nichts von uns. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, warum Herr Angard Sie als Anwalt ausgewählt hat. Warum musste sie so etwas sagen? Herr Nick, beruhigen Sie sich und halten Sie sich durch. Ich werde Ihnen nachher die Schultern massieren, um den Stress abzubauen. In Ordnung. Meinen Namen habe ich Ihnen ja schon mitgeteilt, aber ich bin auch Herr Angards Managerin. Seine Managerin? Da wir gerade von Managern sprechen. Hatte denn Herr Corrida auch einen? Nein, hatte er nicht. Er hatte keinen? Die Global Studios verfolgen eine ganz andere Politik als die Worldwide Studios. Die Worldwide Studios weisen ihren Stars keine persönlichen Manager zu. Verstehe. Diese Branche ist äußerst unbarmherzig und unversöhnlich. Übrigens sehen sich bezüglich ihrer armen Partnerin auch ziemlich unbarmherzig aus. Ein kleines Mädchen an Orte wie diesen hier zu bringen. Also ehrlich. Sie irren sich. Ich mache das, um der mystischen Maya zu helfen. Pearls, beruhige dich und halte durch. Ich kaufe dir nachher einen Saft, okay? Wir haben mal Tomatensaft irgendwo genug, glaube ich. So.
Habe ich mir das eigentlich schon angesehen? So, machen wir erstmal das. Sie haben die Vorbereitung für die Pressekonferenz getroffen, richtig? Ja, das stimmt. Aber Herr Angard sagte, er hätte davon nichts gewusst. Hat er das gesagt? Hä? Übrigens habe ich auch nicht alle Details gekannt. Es war eine Bitte der Presseabteilung. Ich habe nur etwas geholfen und getan, worum man mich gebeten hat. Verstehe. Das wundert mich schon. Ich halte Sie nicht für jemanden, der etwas macht, ohne die Details zu kennen. Nein, überhaupt nicht. Das ist bestimmt genau, bla bla. Alles uninteressant. Gut. Dann würde ich sagen, ist hier eine wunderbare Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und der guten Frau Andrews traue ich ganz, 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 ganz besonders. Ist mir zu perfekt. Ist mir zu allglatt, ist mir zu perfekt. Ich nehme dich auseinander. So, ich bin euer Mr. Random 1974 und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann. Tschüss.